Chance haben, einschalten zu können. Muschi Mosch, liebe Artgenossen, liebe SFPM, liebe Freunde und Fans von Videospielen sämtlicher Art. Mittendrin statt nur dabei, willkommen zurück zu Hucky Place. Hackvarius Place. Bloodborne. Wir machen weiter und im Anlass dieses letzten Runs sozusagen. Oder vielleicht dieses letzten Runs, dieses eventuell letzten Runs. Oder Durchgangs. War ich ein bisschen, wie angekündigt, kreativ und habe einen Song geschrieben. Ja, und diesen Song werden wir gleich enthüllen. Warte nur darauf, dass mein Chatbox ist vor Elgato. Gut, ist alles vor Elgato. Das ist wichtig. Dass sich eventuell ein paar Leute einfinden. Hacke ich schon mal da? Ist gut. Ist immer da, wenn du streamst, ne? Mhm. Ja, super treue Tutor. So. Da liege ich nochmal eben. Hier wurde schon retweetet. Hat wohl die Nacht nicht geschlafen? Oh. Das schmeckt gut. Oh, Kyra. Mein Rock ist ziemlich kurz, sorry. Alles gut. Ich kann mich noch bedecken. Alles gut. Alles gar kein Problem. Dein nacktes Knie ist da zu sehen. Ja, das macht nichts. Das ist sexuelle Belästigung. Ja. Mein nacktes Knie benästigt alle. Benästet auch was? Benästet alle, ja. Benesselt alle. Mm. Oh je, oh je. Mm. Granny ist auch da. Wunderbar. So. Wir warten noch eine Minute. Oder was? Zwei Minuten warten wir noch. Was? Ja. Komm. Möchtest du spielen? Ja, ich weiß. Aber, ne? Spielen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass der Logo auch noch aufkommt. Nee, ich glaube, der schläft jetzt erstmal. Ich glaube auch nicht, aber vielleicht kommen wir noch ein paar. Crunch, crunch. Ich crunch jetzt auch noch. Wie geht's dir, Grindy? Ich hoffe gut. Ein Farbtopf mit, was ist das? Mit der Pride-Flagge. Ach so. Die Farben. Mhm. Und das ist dann der Erdbeer. Ja, yes. Pride-Farben. Und der ist auch schön. Ach, Kira! Hör mal auf! Mensch! So, bis da 5 steht, dann fangen wir an. Attenzione, attenzione! Es geht gleich los. Viel geschlafen, Kumpel kam heute Morgen um 10 zum Final Fantasy 7 Remake spielen. Okay, ja, klingt ja noch Spaß. So. Jo. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem. Ah, Felix ist auch noch da. Viel Spaß mit dem. Oh oh. Maya Metzger-Song.
einem albtraumhaften Land, zu einer nicht realen Zeit, war einem Metzger sehr bekannt, schlachtete alles weit und breit. Und diese Metzger, die ich meine, die hieß Maya, blutig mordend Monsterhorden Maya. Maya schlacht sich durch die Welt, trägt dabei Kleid wie ein Zelt. Wir lauschen heute dem Gemetzel unserer Maya. Krönchen tragen, Kiesel jagen, Maya. Maya, alles schlachtet Maya, außer mit Allah. Doch Maya, verzag mal nicht, denn das wird auch noch geschehen. So, ein kleines herzlich willkommen zu Bloodborne mit einem tatsächlich von mir in gestriger Arbeit noch zusammengeschnittenen oder zusammengewürfelten Song, den ich selber heute Morgen noch aufgenommen habe, produziert habe. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der wird auch nochmal manuell hochgeladen auf YouTube. Also keine Sorge, wenn für die Leute, die ihn verpasst haben, der wird noch manuell hochgeladen. Oh oh. Dann könnt ihr ihn teilen und feiern und verunglimpfen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Oh, ein bisschen sehr laut im Spiel heute. So. Was haben wir heute vor? Wir haben heute vor DLC. Ansonsten brennt ja alles. Wir sind bestens gerüstet fürs DLC, würde ich sagen. Krönchen, unser Puppenkleid, alles da. Kieselsteine. Und hi Kitty. Erstmal nochmal hi Nippy. Zehnauer Loop. Oh Gott. Und Nepnep ist auch ein schöner Name für Nippy. So, wir werden heute uns ins DLC begeben und dazu musst du nach Kathedralenbezirk. Alter 4, was? Mhm, genau. Genau, Kathedralenbezirk. Oh, ich muss mal ein bisschen Geräusche machen. Und das Mikro mir ins Gesicht hauen. Das ist mein zweitliebstes Hobby. Mhm. Ich muss meinen Zopf anders machen. Ja, ansonsten haust du dir lieber andere Sachen ins Gesicht, ne? Uff. Wird gleich wieder frivol hier. So. Hallo Neptun 1992. So, wir begeben uns jetzt zu dem Vorhof. Einmal kurz drauf, also links raus. Übrigens, bevor du irgendwas machst, drück mal, nein, nicht zu der Oma. Geh mal weiter weg, wo keine Gegner sind. Drück mal R1, dann L1, dann nochmal R1 und dann nochmal L1. Geile Kombo, ne? Die ist saustark. Wenn du die richtig anwendest, haust du da richtig, richtig was weg. Geh jetzt mal zu dem Baum hin, wo du schon einmal dieses Leuchten gesehen hast. Mein Lieblingshobby ist mit Zügen kuscheln. Mit Zügen kuscheln? Das klingt aber gefährlich. Also ich hoffe, so Thomas, die Lokomotive Züge und keine richtige ja, Züge. Ja, bitte, musst leuchten. Ich mag Züge. Da hinten bei dem Baum, in dieser Ecke, da müsste jetzt eigentlich gleich ein Leuchten auftauchen. Nee, stehen bleiben. Genau, stehen bleiben. Nein, zum Baum gehen. Zum Baum und dann stehen bleiben. Warte, bis er macht. Ja, das muss sein. So. Und. Ja, Wahnsinn.
Ich hoffe, du spielst nicht zu laut, nicht zu leise, ansonsten bitte Bescheid sagen. Verflucht ihre Kinder und ihres Kindes Kinder. Ich liebe diese Stimme. Das ist so gut. Und jetzt sind wir im DLC. Wieso soll man eigentlich auf so einen Scheiß kommen, ganz ehrlich? Viele haben es tatsächlich durch Zufall rausgefunden, weil sie ja irgendwann dieses Jäger, dieses blutende Jägerauge bekommen. Also kommst du, glaube ich, in der Mitte des Spiels. Und ab da kannst du ins DLC. Und wenn du dann zufällig da langläufst und merkst... Ja, man weicht es doch aus. Ja, nicht unbedingt. Wenn man neugierig ist, um zu wissen, was das macht. Es muss ja nicht immer was Schädliches sein. Leute, die Souls-Spiele kennen, die wissen, dass nicht jeder Angriff Schaden macht, sondern auch manchmal seltsame Dinge mit dir. Und das einfach um das zu sehen. Dann geht man da hin ohne Seelen und probiert's aus. Ne? Und natürlich bringt man vorher seine Seelen in sich ein. Sound passt, wunderbar. Das klang jetzt irgendwie nach Suicide. Nein. So, genau, die Lampe an. Wir sind auch bestens gerüstet, wie gesagt. Wir haben 300 Blutfiolen. Die Waffen sind nochmal repariert und alles. Fackel wurde ein bisschen upgraded. Ist jetzt plus 8. Wahrscheinlich brauchen wir gar nicht. So. Ja, kommen wir im DLC. Sieht alles ein bisschen bekannt aus, ne? Ach, der Abstrakt. Felix ist ein schöner Name, der gefällt mir. Felix, da flirtet jemand mit dir. War das Felix volljährig? Ja. Wow! Ja, immer die Taschen voller Glück. Oh Gott, das klingt so falsch. Oh Gott. Oh, 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 oh. Jetzt macht er hier auch noch den Neptun heiß, ich glaube das nicht. Ja, voll der Lacker. Was war das? Achso, jemand ist geredet. Warte, hier war vorhin noch was, was ich mir angucken wollte. Also du musst nicht mit Puppenkleid rumlaufen, ne? Aber wenn du das willst, dann gehst du weiter mit Puppenkleid. Mach ich jetzt. Warte, was wollte ich mir nochmal anschauen? Warte mal, ich muss von hier nochmal gucken. Ich meine, dass das ein bisschen weniger Damage Reduction hat, ist ja nicht so schlimm. Hä, wo war ich denn? Sieht toll aus. Achso, da ist es. Nee, was habe ich denn vorhin gesehen? Wir können auch das Puppenkleid mischen mit anderen Rüstungsteilen. Ja, du warst doch das. Ja, aber wie komme ich denn da hin? Von hier? Da kommst du, glaube ich, von der anderen Seite hin. Also manche Objekte erreichst du auch erst schon später. Oh, da ist ein. Ja, ich versuche den irgendwie auszuweichen, aber... Sieht ein bisschen aus wie Van Helsing. Oh, ich kann den schon anvisieren. Nein, weg damit. Und das ist halt das Geile. Ohne HUD siehst du auch nicht, ob du anvisierst. Das ist krass, ne? Alles ist weg. Alle Anzeigen sind weg. Das ist halt so ein totaler Camera-Mode. Und du siehst halt auch nicht irgendwelche Symbole, ob du anvisierst. Du siehst nicht die Gegner-Lebensenergie oder sowas. Du siehst nicht die Boss-Energie. Das ist schon eine Herausforderung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das mal jemand gemacht hat. Ich glaube, ich muss gegen den kämpfen. Auch wenn ich Angst habe. Der Name steht halt für Qualität. Jetzt tritt mein Auge schon. Wie ist ein Taschentuch? Alles so traurig. Das geht auch. Sie ist so gerührt durch den Song. Ja. Oh. Nein, ich weiß, ich habe nicht die beste Stimme, aber ich hatte halt keine andere gerade zu Hand. Was war das? Schnuffi hätte ich nie dazu bringen können zu singen. Was schade ist, weil sie hat das bestimmt besser gemacht. Ja, das ist. Der kann hier durchschießen, du Miststück. Einfach von hinten. Ja, aber er gibt dir Blut viel. Und durch das hier, das ist nicht nett. Aber hier war noch einer. Nuri hätte bestimmt das eine Heilmaya geschafft. Garantiert. Ich wollte das eine Heilmaya auch schaffen, also ich hätte es auch schaffen können.
Aber das wäre dann zu krass. Das wäre dann, glaube ich, zu laut gewesen. Weil ich kann hoch singen. Ich kann wirklich sehr, sehr hoch singen. Ich treffe bei das letzte Einhorn-Song auch die ganz hohen Töne. Und bei Ave Maria auch. Ich kann sogar das Ave Maria singen, wenn ich wollte. Aber das wäre dann, glaube ich, das hätte dann, glaube ich, den ganzen Song zerstört. Und dann wollte ich das nicht. Deswegen habe ich mich eher tiefer orientiert mit der Stimmenlage. Oh, alte Jägerhandschuhe. Sehr cool. Ich habe Schnuffi noch nie singen hören, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob das, ob sie das geschafft hätte. Ich weiß nicht, ob sie eine hohe Stimme hat. Ich habe sie halt noch nie singen hören. Nur so aus Spaß, sagen wir mal. Aber noch nie ernsthaft. Schade, ich würde sie gerne mal singen hören. Lass uns eine Petition auflegen. Schnuffi sing a song. Ne, Schnuffi hat auch gesagt, sie hat ja früher mal Singstar und so gespielt. Schade, sie davon keine Aufnahmen. Ich würde gerne mal hören. Einfach voll Neugier. Muss man mit ihr Sings spielen. Weil Gitarre hier und sie singt. Ja, da lock ich sie in eine Singfalle. Mhm. Ist auch lustig. Ich bin ja in einem in einer Schwedisch Lerngruppe. Mhm. Ich muss mal wieder Schwedisch lernen. Und da war einer, der mochte mich am Anfang nicht. Ja. Weil wir einfach zu verschieden waren oder so. Ist auch egal, warum. Ja. Und ja, irgendwann kamen wir dann doch nochmal ins Gespräch und ja, wir verstehen uns eigentlich super gut. Hat der Jäger die gedatet? Ja, glaube schon. Übrigens, was du leider verpasst hast, das muss ich mal kurz erwähnen, ist mir leider gestern passiert, wollte ich dir eigentlich zeigen, konnte ich aber nicht mehr verhindern. Ist aber auch nur so eine kleine Sache, die du verpasst hast. Bei der Stelle, wo du das erste Mal mit der ersten Lampe sprichst, ne? Mhm. Bei der ersten Checkpoint sozusagen, wo der Typ dir den Flammenwerfer gegeben hat. Der Typ, sein Fenster ist kaputt und neben seinem Fenster war eine Bestie. Eine so eine halb verbrannte, wie aus Aldianern. Das war er. Er ist zur Bestie geworden. Das hast du leider ein bisschen verpasst. Ne? Das passiert halt nur einmal und dann schlägt man die halt weg, dann ist sie weg. Ja. Ich wollte eigentlich erst wegrennen. Aber ich hatte halt kaum noch Lebensenergie und hätte mich geschlagen, dann wäre ich tot gewesen. Und da hatte ich keinen Bock drauf gehabt, deswegen habe ich aus dem Affekt halt rausgeschlagen. Ja. Und dann war ich sofort tot. Weil er nicht aushält. Deswegen. Welcome back, Kitty! Was war dieser? Genau, und dann habe ich mich irgendwann voll mit ihm verstanden und so bla. Und der so auch so, boah, ja, dich singen hören, das würde ich jetzt schon gerne mal. Also, du musst auch bedenken, der ist schon ein bisschen älter. Ja. Der könnte dein OP sein. Wow. Ja. Okay. Ja. Der hat schon erwachsene Kinder und so, also ja. Und ja, ich fand das so lustig, der so, ja, dann. Also ich weiß auch manchmal, was so Leute mit meiner Stimme haben. Also ich habe ja voll die Komplexe, was das angeht. Ich, im Kopf habe ich die halt viel schrecklicher. Ja, aber das kenne ich. Ich mag meine Stimme, wenn ich sie so höre, ja auch nur bedingt. Das ist halt so. Mittlerweile habe ich sie akzeptiert. Es gibt auch einige Leute, die sagen, ich habe eine schöne Stimme, ich kann gut singen. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich finde, also ich sage jetzt nicht, ich kann gar nicht singen. Also das würde ich nicht sagen. Ich sag mal so, ich kann ein bisschen singen. Es klingt wohl auch ganz vernünftig, aber es klingt nicht irgendwie besonders oder sowas. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt total überwältigend klingt oder so. Ja, also es ist jetzt keine Enya-Stimme. Also da, wie komme ich da hin? Das ist ein Item. Hier doch. Musst du dich einfach ein bisschen umgucken. Also meistens findest du die Wege dahin relativ easy. Also es ist halt, ne, Bloodborne, ein bisschen gucken und. Also was das angeht, ist der DLC immer noch gleich. Und hey, Finker, guck mal, das sind keine Verbrechen. Das sind ganz normale Hunde. Das sind Schäferhunde. Boah, sind Taschen doch für mich. Ja. Alles so traurig hier. Ja. Danke. Ganze Packung nur für dich. Ja. Ja, auch so viel Sitz. Ich weiß aber echt nicht, ob es jetzt wieder meine Allergien sind oder
weil es wirklich so ein trauriges Lied war von Ja, Vorbild. Du bist auf meine nackten Knie allergisch. Ja. Allergisch auf Nacktheit, oh, das wär fatal. Ja, was denn? Ich sehe nicht. Da würde ich mir gleich die Kugel geben, wenn ich allergisch wäre auf Nacktheit. Ja, gar keine Freude mehr. Was sind wir die? Ja, die kloppen sich. Das sind halt auch Jäger, die jagen halt auch Äffchen. Die haben halt eine ziemlich coole Waffe, ne? So ein Pferd, was sich so ausfährt. Das kannst du auch noch selber kriegen. Dann halt ein Latex-Fetisch. Genau. Wie so ein Heavy-Kluft. Ja, ich bin da ist wieder etwas im Weg. Man muss halt aufpassen, er hat echt gute Reichweite mit dem Tor. Er hat genau die gleiche Waffe wie du nicht so. Er hat auch so ein Schwert, was sich so ausfährt. Und zu viele Items. Das ist eine Falle. Ich hab ihn auf dich geschossen. Weiß ich noch nicht. Also es war auf jeden Fall irgendwas. Ah, du bist auf einen Schalter. Ah, okay. Du bist auf den Schalter gelatscht und da hinten ist diese Schussanlage. Den Schalter bist du gelatscht. Der ist besser versteckt als der im Wald. Du kannst die Schussanlage, glaube ich, auch kaputt klappen. DLC macht Spaß, ne? Das sind halt sehr, sehr wuppige Gegner. Aber sobald das mal drin ist, ja, ist das. Wo war denn jetzt das andere Item? Lass mich raten, du hast in deiner Freizeit nicht Dark Souls 2, 3 oder sonst was gespielt. Nö. Ich muss so viel arbeiten gerade. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt alles ausbauen, weil. Meine ganzen Mitarbeiter, die haben ja, also die Kinder haben Sommerurlaub gemacht, also ja. Vorher schon. Ich wollte mal gucken, wo ich Alba da, wo ich gestern schon nachgeguckt habe. Erzähl mal. Ja, ich muss jetzt öfter mehr arbeiten. Wie komme ich denn da hin? Wie schreibt man Alba, mit W oder mit V? W. W, ne? Also Alba's Awakening ist das erste Spiel, Alba's Legacy ist das zweite. Alba's Awakening, Legacy gibt es für PC noch nicht, aber Awakening gibt es. Ja, Awakening ist das erste. 10 Euro. Es hat mir mega Spaß gemacht. Hallo? Wieso machen die nichts? Sieht auf jeden Fall schon nice aus. Machen wir. Ja, die sind mit dir selbst beschäftigt. Mach doch. Bettchenschmutzer, jetzt hast du sein Schwert bekommen. Das ist ein Ding. Aber ich glaube, das kannst du eh nicht nutzen, oder? Das ist doch ein Schwert. Oder ist ein Steck? Ich mag das nicht, dass sie so. So sah der auf jeden Fall aus, der Typ. Hm. Der aus dem Fenster. Wie so ein Viech. Das war halt so ein Viech. Hm. Ja, ich mag es nicht, dass die so. Bist du sowas? Dass sie mich nicht angreifen. Keine Ahnung. Willst du mich töten oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, dich tut ja halt immer alles, deswegen ist mir das egal. Aber. Und die mir nichts tun. Vertraue ich jetzt gerade. Komplett runtergesprochen. Nee, ich hab sie noch nie am Leben lassen, deswegen kann ich dir nicht sagen, was passiert. Hey! Röschen! Hab ich irgendein Item übersehen? Ich glaube schon. Ich muss nochmal kurz zurück. Du hast leider den Song verpasst, aber. Uff. Das macht nichts, denn er wird nochmal separat hochgeladen. Oh. Wollte ich? Ja, ich wollte wegspringen. Die sehen auf jeden Fall so aus. Ja, sie sehen auf jeden Fall aus. Das wäre mies, ne? Wenn du die jetzt am Leben gelassen hättest, gedacht, dass du eine gute Tat getan und Taten tun. Ja.
Das sind sie, oder? Waren die nicht da oben drauf? Nee, die waren ein bisschen... Nee, die waren... Jetzt sind sie weg. Dann waren die das. Fies! Richtig, richtig fies. Okay, tschüss. Zeig mal, wie er will. We have a good time. Man sieht, ich bin so unentschlossen. Okay, danke schön. Ja, guck dich mal so an. Vor allem guck dir den Mond an. Der sieht immer richtig geil aus. Also so Mond, Sonne. Da. Das meinst du? Ja. Sieht immer richtig krass aus, ne? Ja. Da hinten ist auf jeden Fall was. Oh, wir haben 7 Zuschauer. Vielen lieben Dank. Stalker. Alle nur wegen dem Zombie geschaut. Das sind zu so viele, das sind so viele Gegner. Ich mag das nicht. So, das ist doch nur einer, der auf dich zukommt. Guck doch mal. Ja, okay, da kommt einer. Ach, fuck, okay, warte. Der kann ich's ja machen. Ja, hier, er geht auf die los. Das ist wohl wieder so ein Hunter. Ja. Hunter. Sieht er mich von hier? Nö. Sieht ein bisschen aus wie Gaskronen. Ja, eine interessante Waffe, ne? So eine Axt mit Feuer. Mhm. Ja, das DLC ist bekannt für seine extravaganten Waffen. Da gibt es einige, die richtig, richtig crazy sind. Ja, schade, dass man die so im Spiel nicht irgendwie gesehen hat, oder? Ja, die kriegt man hier alle. Also all diese Waffen, die man sieht, die kriegt man dann auch. Das Ding ist, wenn ich jetzt zwischengehe, gehen alle Gegner auf mich. Ja, näher dich so langsam ran und guck, wie der Kampf ausgeht. Und dann schießt den Sieger an. Naja, töte den Sieger vielmehr. Ich glaube nicht, dass du dich den Sieger anschließen kannst. Ich warte immer noch auf so ein Spiel, wo man noch ein bisschen mehr reden kann, also anstatt immer nur kämpfen. Undertale-like. Ja, aber da kannst du nicht sagen, schließ dich mir an. Das machst du ja nicht. Das kannst du ja nicht sagen. Aber du kämpfst ja mit Worten. Sozusagen. Dein Wortschatz ist ja dein Waffenarsenal. Hat ja auch eine schöne Idee. Statt kämpfen, einfach mal aus Situationen rausquatschen. Ne? Ja, ich sag einfach noch nichts. Spiel's erst und dann rede ich mit dir über das Spiel. Ey, ein bisschen was habe ich ja davon gesehen. Ich habe ja das Play so ein bisschen gesehen von Time to 3. Zumindest, die haben es nicht ganz gespielt, die haben es halt nur so angespielt. Und dieses angespielt habe ich halt gesehen. Und deswegen weiß ich, wie das ganze System so ungefähr funktioniert. Mhm. Sag mal, wie lange braucht er? Wenn ich dazwischen gegangen wäre. Ist halt dumm. Nee, aber wenn ich dazwischen gegangen wäre, dann wären die viel schneller, die Gegner. Die KI ist halt sau dumm. Nee, die Gegner wären einfach viel schneller auf mich. Ich glaube, das Spiel erwartet aber auch nicht, dass du das wirklich abwartest. Also, das ist, glaube ich, einfach nur so zum Effekt, dass du weißt, ah, hier passiert was. Ja, aber. So ein bisschen Dynamik aufbauen, weißt du? Wenn ich es abwarten kann, warum nicht? Ja, klar. Du hast alle Zeit der Welt. Da ist noch einer. Wir müssen das Spiel ja auch heute. Da links, das, genau da. Super gemacht, Schubsi. Kannst du auch beim nächsten Mal sehen. Das ist ein Problem. Ich bezweifle auch, dass wir es heute durchkriegen. Kann man über die Lampe schreiben? Ach komm schon. Richtig geistig.
Guck mal, wie schnell die jetzt auf einmal sind. Denk dran, Fackel. Die haben Angst vor Feuer. Deswegen haben sie sich bei ihm ja auch so bedeckt gehalten und nicht angegriffen. Weil er das Dings hatte. Die Fackel. Mm. Das war, glaube ich, einer der Gründe. Das war, glaube ich, nicht die schwache Kriege. Das war, glaube ich, einfach nur dieses, ne? Dieses Zurückweichen durch die Fackel. Mm. Was ja auch bei Gegnern funktioniert. Mm. Ja, und unser nächstes Projekt wird wohl Ico werden. Nein. Ico und. Mein Horrorspiel erst. Ach ja. Okay. Was war das noch? So ein Horrorspiel, da wo ich Apartment 327, ich weiß, das ist eine blöde Zahl. Zahl hier gut. Habe ich jetzt da alles? Scheint so. Sieht ja aus, ja. Sonst kannst du ja immer wieder zurückkommen. Also es ist nicht so, dass du jetzt hier... Falls ich was vergessen habe, ja. Ist der Chat schuld so. Genau. Einfach mal den... So, kümmere mich wieder um Futter, dann viel Spaß hier noch. Okay, dann gehe ich nicht... Oh, guck mal, hier ist noch was. Baby, nicht nachfragen zu singen. Nicht anfangen zu singen. Ach so. Doch. Ja, jederzeit. Ich bin eine Wandel-Jukebox. Oh, oh. Du hast da so einen hässlichen Fleck in der Mitte. Beim Bildschirm. Ich weiß. Mach den mal weg. Stört ein bisschen, ne? Ja. Ja, ich muss den generell den Bildschirm machen. Das ist so ein falscher Fadenkreuz. Mhm. Ach du. Das ist so Cthulhu. Ja, auf jeden Fall den Bart von Cthulhu. Ich hab Angst. Das weiß er. Das will er, glaube ich, auch. Das ist der den Feuerball auf dich geschmissen hat. Ja. Den Schrohling. Der hat schon Kraft in der Hand. Was hat denn der da? Eine Glocke? Ein Glockenhammer? Nee, das ist eine Axt. Das sah immer aus wie so eine Glocke. Das ist wie so ein Glockenkopf. Mhm. So eine Bimmel. Kriegt das Wort. Bekommst einen auf die Glocke voll in neuen Alter! Das kann nicht schnell für seine Größe, ne? Alter! Weiß ich noch nicht. Ja. Viel Amygdala. Es kommt Familie Amygdala.
Ich wollte bei dem Amygdala, bei der Amygdala-Szene, wollte ich ja eigentlich den Amygdala, den eigentlichen Amygdala zeigen. Und dachte ich mir so, naja, das geht ja nicht mehr. Und das wäre halt irgendwie blöd, wenn es nicht in demselben Setting wäre und im selben Dings. Und dann dachte ich mir, wo hängt denn noch ein Amygdala rum? Ach ja, stimmt, der eine an der Kathedrale, den kann ich nehmen. Den kann ich dafür mal eben missbrauchen. Ah, da hängt das Dingsen-Bestie, die, hier, Sikarin Amelia. Zumindest sieht es genauso aus, so mit Haaren. Wobei, nee, sieht ein bisschen anders aus, oder? Sieht voll nach Bosskampf aus. Ich hab Angst. Aber sonst wäre ja eine Nebelwand oder irgendwas in der Nähe. Also wenn, dann wäre das jetzt schon getriggert. Spätestens jetzt. Nee, ist nix. Dürfte zumindest nicht, weil sonst wäre es jetzt schon getriggert. Gut, wie nah du schon bist. Und das war doch der eine Boss auch, erst als die anderen. Aber diese Funken stauben sich nach oben, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Das hat was. Ich später erklären. Ich kann ja auch nichts mehr sagen, weil ich mich selber nicht mehr dran erinnere. Schon wieder zu lange her. Guck dir mal im Inventar an. Also, lest du dir mal durch. Lies mal. Lass mich dir mal eben vorlesen. Sonst vergessen wir das. Ich glaube bei Schlüsselgegenständen. Augenanhänger da oben. Der den OP-Altar freischaltet. Ein Augenanhänger, der den OP-Altar freischaltet. Es gibt zwei Kathedralen im Turm des Jägers. Eine liegt jenseits des Blutflusses. In der anderen befindet sich die private Forschungshalle der Heilenden Kirche. Das klingt ja super. Nur ausgewählte Mitglieder der Heilenden Kirche oder ihre bedauernswerten Patienten können mit Hilfe dieses Auges die Forschungshalle betreten. Es gibt dem OP-Altar Schädel Augen. Okay. Cool. So, wird wohl noch wichtig werden. Nehmen wir mal mit. War das einfach nur ein wichtiger Gegenstand, den er bewacht hat. Irgendwas ist mit dem doch garantiert noch. Mm. Ist viel zu auffällig. Vor allen Dingen, der bewegt sich. Mm. Der bewegt sich, oder ist es nur sein Fell? Kann auch nur Wind sein. Ja, es ist Wind von seinem Fell. Irgendwas ist mit dem bestimmt noch. Aber jetzt nicht. Vertrau dir nicht. Gleich gehe ich und dann wird er getriggert. Ja, so oder so würdest du nicht mehr rauskommen. was ist denn jetzt mit dem DLC? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Nein, das war doch lange nicht alles. Ja, aber wohin muss ich dann jetzt? Es gibt noch Wege. Ein bisschen gucken. Zum Beispiel links und rechts. Das war noch lange nicht alles. Ich meine, das DLC hat 15 Euro gekostet. Hm. Nee, 10 Euro. Ich glaube, 10? Das wäre ein bisschen mager für 15 Euro. Nee, das hat schon seinen Preis verdient. Ich war sehr überrascht. Was ist das? Was ist was? Das. Du nimmst auf Fernrohr. Du kannst auch mit Fernrohr weitergucken. Ja, aber. So viel bringt mir das auch nicht. Also ich würde sagen, das ist eine Brücke. Nein, da drunter. Aber das ist so rot halt. Das könnte der Blutfluss sein, von dem im Text die Rede war. Ist es nicht der Anfang? Ja. Es ist generell die Anfang. Es ist generell eine verzerrte Form von Janne. Guck, da oben ist der ja. Mondturm. Ja, ich sehe das aber. Das ist eine verzerrte Form von Janne. Also vom Kathedralenbezirk. Aber ich muss mich orientieren, wo ich bin. Wir sind ja sozusagen in einer anderen Dimension
in einer Multidimension sozusagen. Hm. Und das ist halt eine verzerrte Realität. Der Albtraum des Jägers. Das andere, wo wir vorher drin waren, war ja der Traum des Jägers. Und das hier ist der Albtraum des Jägers. Ja, so ein Bastard kann nur da stehen bleiben, ne? Ja. Das Spielzeug hier. Kann ich mich denn sonst verstecken? Ich glaube nicht, dass es... Oh ne, das ist... Ich dachte gerade, woher, wo ist das jetzt? Das steht da noch im Kopf. Das ist ganz Spaß. Castlevania ist halt. Das ist auf dem Kopf stehende Schloss. Komm her. Gehört. Ja, kein Ding. Na, jetzt höre ich es auch nicht mehr. Nein, das ist zu viele Wege. Da ist ja schon eine Bombe. Okay, bye bye. Ich will das noch eintun. Da, hörst du das nicht? Mhm. Jetzt ist es weg. Weißt du das? Ja. Das bin ich. Das mache ich, das Geräusch. Nein, das kommt ja von rechts, das Geräusch vorhin. Echt? Hm. Das kommt. Ich glaube, ich habe nicht mehr. Das ist jetzt echt kein Weg mehr, ne? Also halt ohne und nicht da rein. Achso, nee, ja. Wenn du nicht unbedingt. Bevor ich was übersehen. Blutweh willst. Wir kommen dann noch an. Blutfluss. Ah, guck mal, das ist das Haus von dem Arschloch-Gatlinger-Typ. Würde ich sagen, oder? Der Ausgang. Mit den Wölfen. Das ist die Ecke, wo der eine Schütze normalerweise versteckt. Der später da. Sana ist da! Hm? Oh, von myself! Hallo! So,
Da geht's weiter. Herzlich willkommen. Ja, hier war der. Ja, der Getting Gun. Oh, du hier sagst mal. Oder? Er ist eine Bombe! Ich wollte gerade sagen, was schickt denn da so? Muss ich klemmen. Ich dachte, warum blinkt der denn so? Ja. Arschlochspiel. Das ist cool. Ja. Ich mag es nicht, wenn ich zu viele Wege habe, habe ich es ihm erzählt. Weil ich kann jetzt hier. Ja, aber du hast ja. Ich fahre ja Auswahl. Im Roten sieht es gefährlicher aus, also gehen wir erstmal hier hin. Das ist gefährlicher, ich gehe nicht zu der Gefahr. Alte Jägerregel, geh niemals zu der Gefahr. Die Gefahr kommt schon zu dir. Genau. Bin auch erstmal wieder auf. Alles klar, Felix. Ja. Bis später. Das ist eine Ecke, ich muss gar nicht mehr was machen. Geil. Sehr geil. Erstmal eine Runde chillen. Genau, erstmal. Warte, von hier kommen wir da. Genau, jetzt sind wir hoch. Hier fehlt eine Lampe. Stimmt. Das ist die Dings, ne? Die erste. Der fehlt ein Weg. Alles zugeprallt. Lass mich durch! Bist du wirklich zum Scheiterhaufen? Okay. Ich bin froh, dass der Scheiterhaufen verdeckt ist. Okay, dann müssen wir zur Gefahr. Ist da echt nichts mehr? Ich sehe nichts. Was nur für diesen Wolverine-Typ? Das ist so komisch. Irgendwas bewacht haben oder so. Das ist sehr merkwürdig. Egal, vielleicht findest du noch Wege. Ich hab nur noch das, die rote Gefahr. Und dann nur noch eine rote Gefahr. Geht ja nicht alles. Wobei oben war doch auch noch ein Weg. Nein. Doch, ein dritter Weg. Wo denn? Geh mal ins Haus. Oben ins Haus. Ja, da ist nur noch die rote Gefahr. Und unten? Und da? Oh, hast du das? Das wollte ich nicht. Ja, hier ist ja die rote Gefahr. Und da ist die rote Gefahr. Und oben? Oben ist ja auch nochmal so eine Abzeige. Weil da kannst du ja her aus dieser Ecke, aber hier warst du noch. Ja, da ist immer noch die rote Item. Gefahr. Und da ist ein Item. Da kommst du wahrscheinlich durch und an dieses Item ran. Nur so. Oder? Wahrscheinlich.
Ja, da du ja sowieso dahin musst. Habt ihr ja keine. Mit der Lampe wäre man ganz gut, ne? Hm. Alte Jägerzimmer. Hm. Ich nehme mal die alte Jägerrüstung komplett. Das spielt keine Rolle, denn das waren unsere Bomben. Enjoy the stream. Yes, that is a good plan. Oh Gott, das sind diese. Ja, ich mag das mal. I'm scared. Sehr leckeres Gemüse. I'm scared, man. Das ist zu viel. Madame Glück. Madame Glück. Kann das mal abhauen? Ich glaube, das hat nicht mehr. Hau ab. Ich meine, in eine Richtung musst du ja. Und die Viecher sind ja jetzt auch nicht mehr so stark. Ne? Du bist ja ein bisschen gerade verdeckt. Ich will jetzt nicht unbedingt da lang. Das sind nämlich zwei. Wenn du den einen provozierst, dann kommt der andere. Da ist nur einer. Der ganz alleine da steht. Ja? Ja. Da würde ich eher hingehen. Das ist nur so als Tipp, weil, ne? Da sind zwei. Ich würde warten, bis der zweite weg ist. Und dann würde ich auf den einen gehen. Ich hab Angst. Ja. Einen von denen musst du platt machen. Dann musst du eh alle platt machen. You also playing Link's Awakening, so not always paying full attention. Oh, it's no problem. Link's Awakening is a great game, by the way. A game what I never played complete. I also played the game to the fourth dungeon, and then I every time quit the game. I don't know why. Impact of time or lost interesting attention of other games. But one day I will play the Link's Awakening on Switch. And that's then 100%. Nah, not 100% because the shells are shitty. The shell collecting is not so fun. But the rest of the game is very good. Ich bin ja kein Fan von den Muscheln. Was man bei Awakening macht für das, glaube ich, beste Schwert oder so. Ich habe Awakening nie gespielt. Ach, du auch nicht. Nee, ich habe es halt nur vom vierten Dungeon oder so gespielt und dann in Mangelung an Zeit und anderen Spielen, die meine Aufmerksamkeit gefordert haben, war es auf einmal dann wieder vergessen. Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr tolles Spiel. Ja, auch die Switch-Version, ne? Da werde ich mich dann wohl mal richtig dran setzen. Aber momentan geht es auch nicht. Ich habe die Switch ja nicht hier. Ich habe die Switch ja auch nicht. Really? Komm her. Komm her. Nein, ich geh doch. Du hast mir Angst gehabt. Ich habe auch Angst. Wieso? Das ist doch easy. Ach, die sind doch easy. Guck mal. Ich hab sie doch. Ich muss gerade einen Fertigflug machen. Den hast du doch mit den Fingern gefunden. Ein bisschen sehr viel Kirschsaft. Ja. Hier im Kirschmarmelade gemacht, ganz viel.
ist die Frage, geht es hier weit oder auf die andere? Oh, oh. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe das DLC nicht im Kopf. Ich habe das Hauptspiel gut im Kopf, aber das DLC habe ich zu selten gespielt, als das ich. Jetzt verfolgt er mal. Ja, wunderbar. Ich habe Angst. Ist doch nur ein Hunter. Über diesen Stab. Ist gut, der Wechselmove, ne? Mhm. Oh, hat er sich gerade geheilt. Mhm. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Ich konnte nicht wegspringen. Und jetzt hast du viel Spaß. Ja. Werde ich schon irgendwie schaffen. Ja, bis du da wieder hinkommen? Ja, das ist das Problem. Und du rennst einfach durch. Nee. Das klappt auch nicht. Das kann ich nicht. Nee, ich bin nicht so, dass ich an alles vorbeirennen kann. So gut bin ich denn im Spiel doch noch nicht. Hier noch nicht geöffnet. Ich weiß nicht wo. Ne? Fuck. Das ist schon ein Shortcut. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie öffnen können. Moin. Also es ist bei mir tatsächlich jetzt auch erstmal Weg finden, weil ich kenne mich ja auch nicht so richtig auf dich aus. Wie gesagt, das DLC ist noch nicht so, habe ich noch nicht so viel gespielt. Das ist, glaube ich, zum zweiten Mal bei meinem Playthrough da mit dem Stock. Ich habe das zum zweiten Mal da ausgespielt. Zwar kenne ich jetzt ein paar Dinge besser. Ich habe nicht alles abgesucht. Ja, aber hier ist auch die Welt in der Sonne. Ja, zweite schon die aus der Klasse. Ich muss mir angewöhnen, erst die Violen nehmen und dann einsammeln. Es ist immer so, ich meine, dir gebe ich den Tipp und ich beherzige ihn selber nicht. Ich mache ihn jedes Mal genau andersrum. Erst nehmen und dann einsammeln. Ich mache immer erst einsammeln, dann nehmen. So. Ich glaube hier. Ja, hier. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ich habe keine. Ah, ich habe wieder was gefunden. Das ist schon mal gut. Ne? Ah, wir sind hier nicht links lang gegangen, deswegen. Ich
finde es aber auch clever gemacht, dass die einfach eine abstrakte Version der Fernkunst genommen haben. Weil so kann man sich an bestimmten Punkten ein bisschen zurückorientieren. Mhm. Und man ungefähr weiß, ah, okay, da war das, da war das. Und mal gucken, was an dieser Stelle drin ist. Und so fördert nochmal so ein bisschen die Entdeckung der Falle. Und die anderen Dudes, die wir jetzt auf den platt machen. Vielleicht doch die Rüstung wechseln. Kankur? Was haben wir denn für Rüstungen? Ich meine, wir haben das alte Jäger-Outfit haben wir jetzt zusammen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die Handschuhe. Altes Jägergewand. Hatten wir auch, glaube ich. Ja. Die Hose haben wir auch. Klimmer. Aber da können wir die Krone auch. Ja, die Krone noch besser. Das ist auch ganz geil. Warte, dreh dich nochmal. Guck mal, wir haben eine Hose an und keinen. Ja. Geil. Bin ich schon. Wir können auch das Kleid anziehen. Ja, sieht gut aus. Das haben wir auch. Ich meine, das ist, glaube ich, nicht so gut. Wobei, guck mal, das passt schon an. Geht ja. Das passt nicht. Da halten wir ein bisschen, haben wir ein bisschen mehr Schutzwirkung. Das macht, glaube ich, schon ganz schön was aus. So, wir müssen den mal hier. Ah! Ich kann ja auch keine Garantie darauf geben, dass ich hier nicht sterbe. Vor allen Dingen halt mit der Sega. Ernsthaft gespielt. Auch noch total ungewohnt für mich. Ich finde, sie ist auch nach wie vor nicht gut. Weil ich habe halt. Muss ehrlich sagen. Ich mag die Waffe. Ja, nur von den Werten ist sie halt nicht wirklich gut, muss ich sagen. Klar, effektiv gesehen, aber wir halt, die haben ja auch plus 10 und sie bringt halt einen Attributsbonus von C auf Stärke. Das ist total meh. Eigentlich müsste sie wenigstens B bringen. Als eine der Hauptwaffen sozusagen. Und das ist halt ein bisschen schade. Weil der AT-G-Stopp ist tatsächlich, glaube ich, am Ende A. Okay. Und das ist natürlich eine richtig, richtig geile Waffe. Waren das 24.000 oder so? War, glaube ich, irgendwie zweistellig, ne? Also ich glaube, irgendwas mit 30. 30.000? Ja. Ich weiß es nicht 100%. Ja, aber das ist schon die Hälfte. Ja. Ah, danke. Kannst du mal Augen, Alter? Kannst du mal Augen, Alter? Ist gerne.
Ja. So. Unberechenbar. Du hast einfach nicht die Schläge durchhauen. Du ignorierst einfach den Schaden. Zack. Wir haben ein Gewürm bekommen. Du hast diesmal richtig gemacht. Ja, wir haben ein Gewürm bekommen. Nee, du hast erst eingesetzt und dann... Okay, jetzt hast du es verkackt. So. Jetzt hast du es verkackt. Ja, hier liegt der auch noch. Ich muss mich ja kurz ein. So, dann machen wir hier mal kurz einen kleinen Break und wir sehen uns gleich wieder an selber Stelle. Nicht weglaufen, denn wir machen nur eine kurze Pause von 2 Minuten. Wenn ihr weglauft, seid ihr selber schuld. Weil, Moment, ich bin hier im DLC zu gefährlich, dass dann doch noch die KI umspringen könnte, deswegen